bringt den ganz großen Nachteil, dass viele einfach keine Klarheit mehr haben. Also du brauchst Klarheit, ganz, ganz präzise Klarheit. Also du musst wirklich glasklar wissen, wo stehst du, woher kommst du und wohin willst du gehen. Und deswegen ist unser komplettes System, Körper, Geist und Seele, immer darauf, über Jahrtausende, Zehntausende von Jahren darauf ausgelegt worden, dass wir immer das machen, was uns am wenigsten Energie kostet. Und das wird uns jetzt zum Verhängnis. Denn wenn du wachsen willst, wenn du skalieren willst, ja, dann musst du häufig genau das tun, was dich am allermeisten Energie kostet, nämlich aus deiner Komfortzone rausgehen. Denn wenn du aus deiner Komfortzone nicht rausgehst, dann wirst du auch nicht skalieren, weil das ist ja per se genau das Gegenteil von skalieren, wenn du in deiner Komfortzone bleibst. Automatisch Multimillionär. Es ist aber eine von mehreren Grundvoraussetzungen. Ja? Und deswegen würde ich hier auch unten noch ganz kurz hinschreiben, bei Machen noch agile Umsetzung. Ich erkläre gleich, letztendlich du dann viel größere Teams hast und mehr Teams noch und du brauchst noch mehr Managementpersonal und so weiter und so weiter. Ne? Also da erhöht sich dann sehr stark die Komplexität häufig, aber die Kundenbindung ist dann hier häufig gar nicht mal mehr so schwierig. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video gehen wir jetzt endlich hier auf den zweiten Teil ein, wo wir letzte Woche das Video gemacht haben von 100k auf 1 Mio. Auf was kommt es wirklich an? Wenn du jetzt IT-Dienstleister bist, Softwareentwickler, IT-Berater etc. pp. Worauf kommt es darauf an, von 1 Mio. Auf 20 Millionen? Und da habe ich auch schon einige Firmen begleiten dürfen in der Vergangenheit. Und wir reden hier von einem Zeitraum, der weit länger ist als wie 10 bis teilweise jetzt schon 20 Jahre, ja, wenn man es mal alles zusammenrechnet. Und letztendlich sind das die gleichen Themen, nur unterschiedlich natürlich betrachtet, weil du jetzt halt mal auch schon auf einer Flughöhe bist, die es dir erlaubt, ja, gewisse Dinge nochmal anders anzupacken, beziehungsweise wo du auch nochmal andere Pflichten hast und so weiter und so weiter. Also schauen wir uns das genau an. Letztendlich geht es hier um die gleichen Themen, ja, Kundengewinnung, Positionierung und Skalierung, wie auch schon hier auf dem Level. Jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Okay, erstens Kundengewinnung. Ja, ich habe hier absichtlich mal das Neu weggelassen. Ja, siehst, hier steht nur Kundengewinnung, hier Neukundengewinnung, weil hier du natürlich jetzt halt nochmal einen zusätzlichen Faktor drin hast, der dir eigentlich, ohne dass du, selbst wenn du gar keine Neukundengewinnung machst, die Schlauen machen natürlich auch Neukundengewinnung weiterhin, also mehr vom Gleichen. Aber du hast ja schon hier jetzt einen guten, substanziellen, Bestandskunden hier, die du weiter ausbauen solltest. Also Klartext zum Beispiel, ich hätte mal 2020 bis 2022 ein Unternehmen begleiten dürfen, die ihren Unternehmen dann so bei einem Level von ungefähr 20 Millionen im Jahr veräußert haben, eine größere Firma, das war damals die Poet. Und die haben allein, ich glaube, drei Vertriebler und alle drei Vertriebler hatten den Namen Key Account Manager. Ja? Das bedeutet, der Fokus war eindeutig darauf, bestehende Kunden weiter auszubauen. Warum? Weil es einfach viel, viel einfacher ist. Also logischerweise einen Kunden, den, sagen wir mal, wo man sozusagen schon gewisse, wo man schon gelistet ist als Lieferant, also die ganzen bürokratischen Dinge schon alles durch ist. Ja? Also man ist dort letztendlich schon bekannt, ja, man kennt den Kunden, der Kunden kennt den Dienstleister und so weiter. Also das heißt, der Fokus ist da häufig ganz, ganz stark auf Bestandskundenpflege, Key Account Management etc. pp. Und manchmal sogar etwas zu heftig. Aber das ist auf jeden Fall hier ein Punkt, der, desto größer du wirst, desto mehr Kunden du hast, natürlich umso wertvoller wird für dich dieser Faktor. Ja, weil einfach du, das, was du reingeben musst, nicht mehr ganz so viel ist, als wie bei der Neukundengewinnung. Also ich würde mal sagen, manche Studien sagen 7 bis 8 Mal weniger. Ja.
Deswegen ist es auch so schwierig, auf die Flughöhe zu kommen. Und wenn du dann mal aber, sag mal, 5, 6 Millionen bist, dann auf 10, 15 oder so zu kommen, ist dann nicht mehr ganz so schwer wie von 100.000 auf 1 Million, ne, meistens. Also von daher ist es auch so ein Irrglaube. Du hast natürlich dann auch wieder quasi, wenn es dann, also hier, wo es dann meistens sozusagen nochmal, sag mal, die größere Herausforderung wird, je nachdem, wie du aufgestellt bist, ist es Recruiting, ja, und je nachdem, welche Dienstleistung du anbietest, ja, wo letztendlich du dann viel größere Teams hast und mehr Teams noch und du brauchst noch mehr Managementpersonal und so weiter und so weiter. Ne? Also da erhöht sich dann sehr stark die Komplexität häufig, aber die Kundenbindung ist dann hier häufig gar nicht mal mehr so schwierig. Hier hast du aber gleichzeitig auch Scope, ja. Dann im nächsten Punkt Positionierung. Natürlich machst du mehr vom Gleichen, naja, also das, was funktioniert, das ist jetzt, sagen wir mal, die Definition von Skalierung. Aber du hast dann hier auch die Möglichkeit, auf so einer Flughöhe von 10, 20 Mio auch mal neue Dinge auszuprobieren. Ja, also besagtes Beispiel von 220, die hatten letztendlich ihren Hauptfokus auf SAP Commerce. Ne? Also allein wenn man da Expertise hat, also nur in diesem Bereich, kann man locker sein Unternehmen auf 20 Millionen skalieren, also ganz locker, ne? Weil teilweise ja ein Projekt schon, ein mittelgroßes Projekt ja schon 2-3 Millionen Umsatz bringt. Ja? Das heißt, du hast deine 10 Kunden und dann hast du schon 20 Millionen. Ne? Ist gar nicht so schwierig. Wie gesagt, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Und deswegen halte ich auch nicht immer sehr viel von diesen, so geht's, zack, 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 ja, pauschalisierte YouTube-Videos, also wo einfach irgendwie pauschalisierte Tipps drin sind, die dann für alle gültig sind. Und das ist sowieso Mist. Deswegen bei uns immer gerne auch einen Termin buchen, dir die halbe Stunde Zeit nehmen oder Viertelstunde oder Dreiviertelstunde, je nachdem. Und dann einfach mit uns direkt sprechen, was genau dein Business ist. Und dann können wir auch ganz konkrete Tipps dir weitergeben. Bei Positionierung, es ist halt einfach auf der Flughöhe dann so, dass du zum Beispiel jetzt damals bei der Poet war es halt so, die hat dann einfach noch eine zusätzliche Lösung, die teilweise sogar konkurriert, also Konkurrenz war zu SAP damals, also die MDM-Lösung von Schibo Systems. Da haben wir dann damals auch gleich im ersten Jahr, ich glaube so an die 80 Leads gemacht, da sind wir dann auch im Partner-Ranking, glaube ich, in die Top 3, glaube ich, haben wir die dann mal eben kurz katapultiert, die Poet dort, weil wir so viele gute Sales Opportunities eben dort gemacht haben. Das war einfach ein Master Data Management System, das so ein bisschen Konkurrenz zu anderen, auch zu SAP, und einfach nochmal ein komplett neues Business Unit. Und so einer meiner Hauptkontakte dort war eben auch Nils Schulz, also quasi der Business Unit Manager. Und von dem habe ich dann auch eine super top Referenz bekommen damals. So siehst du auch bei mir auf der Website, ja, und auch auf dem LinkedIn-Profil. Bei der Flughöhe ergeben sich dann so zusätzliche Business Units, die du dir aufbauen kannst, ja, wo du dann experimentieren kannst, testen kannst, wie das läuft, wie jenes läuft. Also quasi Diversifikation spielt dann hier ab da eine gewisse Rolle, ja, die dann sozusagen dir es dann nochmal mehr erleichtert zu skalieren und insgesamt dein Business in die Höhe zu heben, weil du natürlich auch dann sozusagen Klumpenrisiko verminderst, ja, das ist auch ein anderes weiteres Stichpunkt, ja, und so weiter und so weiter. Und dann, ja genau, und dann, wenn du sozusagen an den zwei Punkten hier weiter baust, also ähnlich wie halt hier auch, nur auf einem anderen Level und ein bisschen anders, so wie ich es gerade beschrieben habe, kannst du eben weiter skalieren in Richtung 20 Mio und weit darüber hinaus. Ja? Also letztendlich ist das kurz und bündig, kurz und knapp, das, um was es hier geht. Und wenn du, wie gesagt, Details wissen willst, konkrete Anleitungen, konkrete Strategien mit uns besprechen willst, hier unten ist der Link, wie gesagt, Strategie-Session buchen, ja, weil ich kann hier auf YouTube und LinkedIn sind diese Videos an, schauen es Leute an, wo ich nicht weiß, wer das ist. Also es sind anonyme Leute und da kann ich nicht konkrete Tipps geben. Dazu musst du uns einen Termin buchen. Ja? Okay, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, nochmal ganz grob hier einen Tipp geben, wie du generell, egal auf welchem Level jetzt du bist, hier oder hier, ja, also bei 100.000 oder bei einer Mio, ja, einfach welche drei Grundprinzipien eben stimmen müssen, wo du letztendlich auf dessen Basis du dann letztendlich skalieren kannst. Ja. Also was haben wir hier Schönes gehabt? LinkedIn. Ja, unbedingt Video schauen hier auch. Ich mache das mal hier, weil wir sind ja umweltfreundlich und wollen Papier sparen. Mache ich das mal hier drauf. Und
Also letztendlich, ich mache hier mal einen Strich. Ja, ich bin absolut nicht für diese Papierverschwendung. Wir haben hier leider in dem Büro keinen Samsung-Screen oder sowas. Ne? Die sind noch relativ selten. Okay, letztendlich geht es darum, dass du drei Dinge, ja, musst du erfüllen und das ist gar nicht mal so einfach. Ja, deswegen mache ich es hier auf den Ding. Das Erste, was du brauchst, und ich sehe das immer wieder, dass das nicht vorhanden ist. Das Erste, was du brauchst, egal auf welchem Level du bist, 1 Million, 10 Millionen, 100.000, ist Klarheit. Also es ist das Allererste, okay? Also das Erste, Nummer 1, ich sage gleich noch was dabei, Klarheit. Die Leute leiden an Informationsoverload. Das heißt, es ist letztendlich so viel, heutzutage, wir haben einfach einen Überfluss an Möglichkeiten, Informationen zu konsumieren. Sagen wir es mal so. Und das ist ein echtes Problem für ganz viele Menschen. Also unser Gehirn ist auch nicht darauf ausgelegt. Das heißt, unser Körper, unser Geist, ja, und unsere Seele auch teilweise, die ist evolutionär zurückgeblieben im Vergleich zu dem, was uns die Technologie heute bietet und ermöglicht. Also diese Flut an Informationen, ja, die natürlich auch ihre Vorteile hat, bringt den ganz großen Nachteil, dass viele einfach keine Klarheit mehr haben. Also du brauchst Klarheit, ganz, ganz präzise Klarheit. Also du musst wirklich glasklar wissen, wo stehst du, woher kommst du und wohin willst du gehen. In jedem einzelnen Recruiting-Gespräch, in jedem einzelnen Neukunden-Onboarding-Gespräch, also in jedem Gespräch, das ich entweder mit potenziellen Mitarbeitern habe oder mit potenziellen Neukunden in meiner Firma oder in meinen Firmen, ja, starte ich immer die Konversation mit, woher kommst du, wo stehst du, Status quo und wohin gehst du? Und wenn es zu all diesen drei Fragen keine absolut klare Antwort gibt, dann weiß ich schon, hier muss noch gearbeitet werden. Ja? Weil das ist die Grundvoraussetzung für Erfolg, egal in welcher Art. Denn es gibt Leute, die sind sich glasklar darüber, über diese drei Punkte, woher sie kommen, wo sie stehen, wo sie wollen. Und wenn du das nicht bist, dann wirst du dem immer gegenüber immer einen Wettbewerbsnachteil haben. Ja, du wirst dich auf der Stelle bewegen, du wirst dich im Kreis drehen und so weiter. Du läufst wie so ein Wald, wo lauter Nebel ist und ohne Taschenlampe durch die Gegend. Ja, teilweise, ganz krass. Dann der zweite Schritt, wenn du diese Klarheit dann gehabt hast. Und da würde ich ausnahmsweise auch mal sagen, wenn du einfach von diesem Nebel umgeben bist, ja, von diesem Informationssmog, würde ich fast schon sagen, ja, mach dir mal einen Urlaub, wenn du zum Beispiel aus Bayern kommst oder so, ja, und fahr irgendwie in so irgendein Funkloch rein. Wir haben in Bayern immer noch so irgendwelche Bauernhöfe, wo du Urlaub machen kannst, wo es kein offizielles WLAN gibt. Also da ist einfach Funkloch, da ist einfach noch kein Internet. Ja. Und dann fahr da mal hin für eine Woche, da gibt es kein Internet und gar nichts und du überleg dir einfach nur mal, werd dir einfach nur mal ganz klar, woher du kommst, wo du stehst und wohin du möchtest. Ja. Ganz, ganz wichtig. Das Zweite, wenn du das hast, das Zweite ist der Fokus. Okay? Wenn du die Klarheit hast, brauchst du absoluten Fokus. Es spielt da auch wieder rein, wir werden ständig abgelenkt. Ja, also ich habe wirklich teilweise Mitarbeiter, auch wo ich, wenn ich mir mal die Zeit nehme, dann genau neben ihnen sitze oder die mir dann gegenüber sitzen, wenn ich mal zufällig im gleichen Ort bin. Und wenn ich die dann beobachte, es ist total schwierig für Menschen, mal mehr als wie eine, zwei, drei Stunden an einem Stück kompletten, totalen Fokus zu haben, wie in so einem Tunnel drin zu sein, also deep zu worken, also deep work, ohne dass sie mal aufs Handy schauen, aufstehen, sich wieder was zu trinken holen, sich wieder was zu essen holen und so weiter und so weiter. Ständig irgendwie abgelenkt, irgendwo anders, ja. Und es wird komplett unterschätzt, ja, wie viel mehr du erreichen kannst im Leben generell, wenn du diesen Fokus hast.
Ja, sei es jetzt auf Stunden bezogen im Deep Working oder auch generell auf Wochen oder Monate oder Jahre bezogen. Und noch was, was viele in dem Zusammenhang viele unterschätzen, ist, dass die Kontinuität über einen gewissen Zeitraum, ja, hat einen potenzierenden Faktor, also einen exponentiell teilweise potenzierenden Faktor. Das ist ungefähr genauso, wenn du halt so einen Sparplan hast, irgendwie in Microsoft einzahlst, 100 Euro im Monat und machst es ein paar Wochen oder ein paar Monate, hat es überhaupt keinen Effekt. Aber wenn du das machst von deinem 16. Lebensjahr bis zu deinem 50., bist du Multimillionär. Ja? Und also Fokus auch immer im Zusammenhang mit Zeit. Fokus und Time. Sorry. Komisches Wort, jetzt habe ich ein bisschen seltsam geschrieben. Ganz, ganz wichtig, es bringt dir nichts oder nur sehr wenig, wenn du einen Fokus hast und den nur für 5 Minuten und dann springst du schon wieder ab ins nächste TikTok und so weiter. Ja? Fokus und Zeit. Ja? Über einen langen Zeitraum Fokus haben. Das ist richtige Superpower. Okay, dann der dritte Punkt, wenn wir das haben, Klarheit, Fokus, dann ohne dem geht auch gar nichts, ist machen. Okay, und ich sehe halt hier auch immer wieder diese Prokrastinationen, ja, ich muss es ins LinkedIn-Profil, müsste ich schon mal irgendwie optimieren und so weiter. Und dann habe ich Kunden teilweise, mit denen ich seit Jahren schon zusammenarbeite, und dann kriege ich dann irgendwann mal nach einem Jahr endlich die Erlaubnis, dass wir das mal kurz überarbeiten und so weiter, weil es wurde dann immer wieder verschoben. Ich kann ja auch keine Leute zwingen dazu, dass wir das LinkedIn-Profil überarbeiten oder sowas. Ja. Es wird prokrastiniert. Und warum? Weil unser Gehirn von der Evolution her so programmiert wurde, dass wir immer das, was am meisten Aufwand bedeutet, umgehen, umschiffen wollen. Ja, also immer Bequemlichkeit, immer das, was am bequemsten ist, das sucht sich unser Gehirn, damit es möglichst wenig Energie aufwenden muss. Denn noch vor 10.000 Jahren, 5.000 Jahren, auch vor 1.000 Jahren, auch vor 500 Jahren, auch vor 300 Jahren war letztendlich Essen und Trinken eine limitierende Ressource. Also nicht so wie heute, dass fast keiner mehr Hunger leiden muss. Es gibt mittlerweile wieder genug Flaschensammler und so weiter, aber auch die müssen eigentlich nicht Hunger leiden. Und deswegen ist unser komplettes System, Körper, Geist und Seele, immer darauf, über die Jahrtausende, Zehntausende von Jahren darauf ausgelegt worden, dass wir immer das machen, was uns am wenigsten Energie kostet. Und das wird uns jetzt zum Verhängnis. Denn wenn du wachsen willst, wenn du skalieren willst, ja, dann musst du häufig genau das tun, was dich am allermeisten Energie kostet, nämlich aus deiner Komfortzone rausgehen. Denn wenn du aus deiner Komfortzone nicht rausgehst, dann wirst du auch nicht skalieren, weil das ist ja per se genau das Gegenteil von skalieren, wenn du in deiner Komfortzone bleibst. Ja? Also, machen ist deswegen so schwierig, weil die Leute prokrastinieren, weil ihr Gehirn über die Jahrzehntausende, also von Zehntausenden und Tausenden von Jahren, so genetisch programmiert worden ist, dass das Gehirn für sie immer den Weg sucht, der am bequemsten ist, der am wenigsten Widerstand hat, der am wenigsten Schmerzen verursacht oder potenzielle Schmerzen. Ja, deswegen hassen auch so viele Kaltakquise. Also ich hatte schon Kunden, die haben sich bei mir ein Training gebucht, viel Geld dafür bezahlt und haben am Ende gesagt, ja, Thomas, behalt dein Geld, du hast es versucht, einige Wochen und Monate später, aber ich krieg's einfach nicht hin, ich will es einfach auch nicht. Und mein Gehirn verbietet mir, den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen den ganzen Tag. Die waren mir dann auch nicht böse, ja, also, aber ich habe halt auch leider kein Testimonial dann von dem bekommen, also einmal habe ich sogar ein Testimonial bekommen, in dem dann halt sie dann gesagt haben, naja, es lag an mir selbst. Ach gut, was soll ich damit zum Testimonial? Ja? Also das ist halt schon echt mächtig, das ist schon heftig teilweise bei manchen Menschen. Und aber es ist etwas, wo man trainieren kann. Das ist etwas, wo man dran arbeiten kann. Ja? Also nicht die Schuld im Außen suchen, sondern immer bei dir im Inneren. Aber es ist auch klar, dass es nicht alle hinbekommen. Geht halt auch nicht. Ne? Nicht alle bekommen das hin und es ist aber die Grundvoraussetzung, Multimillionär zu werden. Das ist die Grundvoraussetzung, nochmal Multimillionär zu werden. Also die Fähigkeit, kontinuierlich und permanent
aus deiner Komfortzone herauszugehen, ist die Grundvoraussetzung, Multimillionär zu werden. Ja, ist die Grundvoraussetzung. Ich sage nicht, dass wenn du das machst, wirst du automatisch Multimillionär. Es ist aber eine von mehreren Grundvoraussetzungen. Ja? Und deswegen würde ich hier auch unten noch ganz kurz hinschreiben, bei Machen noch agile Umsetzung. Ich erkläre gleich, oder ja, agiles Umsetzen. Ganz, ganz wichtig, und agil unterstreiche ich nochmal rot. Ja, wenn der Stift dann mal funktionieren würde. Das ist so, so wichtig. Das ist nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Kontinuität in allem, was du hier machst, bringt am Ende den potenzierten Effekt, also diesen Potenzial, diesen Compounding-Effekt. Also dieses Compounding Interest, was du auch so mal in der Geldanlage hast zum Beispiel, spielt hier ebenso eine gleiche Rolle. Also es bringt nichts, wenn du dich einmal fokussierst für eine halbe Stunde. Ja? Es bringt nichts, wenn du mal für eine Stunde Klarheit hast und den Rest der Woche bist du komplett wieder chaotisch und hast keine Richtung. Sondern kontinuierlich. Und beim Machen, das ist agiles Umsetzen, und das ist exakt das gleiche wie bei der agilen Softwareentwicklung. Und das ist ganz, ganz witzig, denn meine primäre Zielgruppe sind ja Softwareentwickler, also de facto eigentlich nur. Und die meisten davon machen mittlerweile agiles Softwareentwickeln und wissen sehr wohl, was damit gemeint ist. Nur wenn es darum geht, ihre Komfortzone zu verlassen, ja, dann kriege ich es vielleicht irgendwie mal einmal hin und dann beim nächsten Mal ist es wieder schwierig. Ja? Also du musst hier kontinuierlich immer wieder und sofort immer wieder Feedback einsammeln. Denn es bringt überhaupt gar nichts, und das habe ich sicher auch häufig, also ich habe zum Beispiel auch Anfragen gehabt letztes Jahr von Softwareentwicklern, die irgendwie in ihrem stillen Kämmerlein schon seit 5 Jahren an irgendeiner Software basteln, die irgendwie Amazon ablösen soll. Ne? Also mal überspitzt gesagt, das war was anderes, aber nur damit man sozusagen, damit ich meinen Punkt, to get my point across, ja. Und haben sie nicht ein einziges Mal im Markt getestet. Ja, die basteln da irgendwie rum, ja, in ihrer Garage oder im Keller. Und das ist eben genau das Gleiche. Ja. Wenn du im Marketing und Vertrieb unterwegs bist, musst du ständig mit dem Markt ganz nah dran sein mit deinen Kunden und immer wieder Feedback holen, immer wieder Fragen stellen, immer wieder einen Fragebogen raushauen, ja, entweder verbal, also mündlich oder schriftlich oder beides. Ja, deswegen, wenn du dir bei mir einen Termin buchst, das sind gleich mal die vollen 10 Fragen, die also Maximum, was möglich ist in Calendly, dort gleich mal ausfüllen. Ja. Weil, und wenn du dann sozusagen mit mir eine Zeit lang zusammenarbeitest, kriegst du nochmal einen Fragebogen und nochmal, oder ich werde dir ständig Fragen stellen in unseren Showfixes. Ja. Das ist das A und O. Ja. Und besonders gerade dann, wenn es mal gut läuft, weiter Fragen stellen, weiter alles sozusagen mit Feedback behaften und verhaften. Ja? Denn immer dann, wenn es mal gut läuft und die Leute hören damit auf, ja, das ist dann sozusagen meistens Anfang vom Ende. Ja? Also das heißt, du musst immer und immer wieder weitermachen, ganz nah am Markt sein, ganz nah bei deinen Kunden sein, ja? Und immer wieder Feedback einholen von all den Dingen, die du eben machst. Ja? Also machen und Feedback einholen, kontinuierlich in iterativen Schleifen und dadurch dann insgesamt wachsen. Ne? Okay, Klarheit, Fokus, machen. Und wenn du das jetzt so verinnerlichst und das auch wirklich dann umsetzt, so wie ich es eben gerade beschrieben habe, dann steht dir auch auf dem Level von einer Mio, ja, nicht mehr viel im Wege, ja, auf 20, 10, 20 zu skalieren. Und wenn du jetzt natürlich da komplett, ja, wirklich eine detaillierte Strategie, ganz spezifisch auf dein Business zugeschnitten, mal mit uns besprechen möchtest, dann sehr gerne, sehr herzlich diese 10 Fragen bei uns eben ausfüllen in unserem Calendly-Tool. Den Link findest du hier unten, beziehungsweise hier oben. Und
dann sehen wir uns auf der anderen Seite, würde ich mal sagen, oder? Also bis im Termin, bis gleich, bis dann. Ciao, ciao, dein Timo ist klein. Und im nächsten Video werde ich dann nochmal ganz konkret was zu sagen zum Thema Online-Marketing und Google Ads für die Softwarebranche. Ja, also unbedingt dranbleiben. Das war das Thema hier. Online-Marketing, speziell für die Softwarebranche. Das ist nämlich ein ganz eigenes Ding. Ja, und da draußen gibt es ganz viele tolle Agenturen und Kurse und Coaches, die Google Ads seit über 20 Jahren machen, aber halt für alle möglichen Branchen. Und das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Also dranbleiben, Kanal abonnieren, Glocke, damit du auf jeden Fall das nächste Video zum Thema Online-Marketing hochspezifisch auf die Software- und IT-Branche bezogen, nicht verpasst. Bis zum nächsten Video, dein Thomas Klein. Ciao, ich bin jetzt raus. Kann ich ihn im Moment dazu bringen, dass er sagt, okay, ja, mache ich. Aber im B2B bringt mir das nichts. Weil das bringt mir was, wenn ich Seife verkaufe in der Shopping Mall. Weil dann ist der Kaufabschluss instant. Also wenn ich in der Shopping Mall was verkaufe und ich nagel dich zu mit irgendwelchen Psychotricks, dann machst du sofort den Kauf und dann bist du weg. Und wenn du das 2 Stunden später wieder bereust, ist in der Regel kein Problem, weil du gibst die Seife wahrscheinlich nicht wieder zurück. Ja? Aber im B2B muss ich das ganz anders machen, weil ich will mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen lassen, wie ein Kumpel, ja? Wo wir uns austauschen, wo eine Win-Win-Situation da ist, ja? Wo du beziehungsweise das, was dahinter ist, der Auftrag, der dahinter ist, auch was zu bieten hast, der den Entscheider, den Kontakt weiterbringt, in was auch immer er sich als persönliches Ziel gesetzt hat. Das ist auch so ein Ding, dass wir reden hier letztendlich im B2B, aber desto mehr B2B es eigentlich ist, also die Verträge, das Geld, ja, die Überweisungen, ja, das passiert alles von Firma zu Firma. Aber das Geschäft geht von Mensch zu Mensch. Mhm. Das ist ein japanischer Konzern und der CEO ist Japaner, ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Aber alle, die quasi drunter sind, der IT-Leiter, der Vertriebsleiter, alle, die irgendwas zu sagen haben, sind unsere Verbündeten. Die verkaufen jetzt das Projekt für uns intern an den japanischen CEO quasi. Ja? Wir machen da gar nichts mehr, wir können da auch gar nichts mehr machen. Ja, verstehst du, was ich meine? Am Ende geht es ganz krass um individuelle menschliche Bedürfnisse eigentlich, ja, innerhalb eines viel, viel größeren Organismus, was halt dann ein Konzern ist und so weiter. Ja. Übung, mach den Meister. Also es gibt natürlich immer diesen sogenannten Breaking Point. Ja. Es gibt sozusagen in der Akquise unterschiedliche Level. Na, so totaler Beginner, fortgeschritten und so weiter, Senior, Junior. Und desto weiter du unten bist, Junior oder Senior, gibt es immer einen Point, wo du sagst, okay, jetzt würde ich gerne einen Kollegen, das beantworte ich jetzt nicht, das gehört zu einem Bereich, den würde dann mein Kollege beantworten. Darf der sich nochmal bei ihm melden und dann machst du quasi einen Termin für mich oder für irgendjemand anders aus. Ja? Desto mehr du drauf hast, desto höher gehst du selber. Ja? Also irgendwann bist du mal so gut wie ich und dann machst du das ganze Ding quasi bis zum Ende durch oder so ungefähr. Ja? Aber davor. Und das wiederum nennt sich sowas Ähnliches wie Setter, Closer. Ne? Aber das ist so ein Ding, Sprachgebrauch aus dem Telekom und so weiter. Bei uns ist es noch viel feiner. Can you say this in English? Sorry, my brain in German. Ja? Yeah. Okay. Okay, bist du schon kurz davor, vom Stuhl zu fallen? Du brauchst eine Banane. Okay, ja, gut. Ja, yeah, I like it. I like if people like almost like, you know, and then sometimes I train people and they need to crawl home, you know, and then I know, okay, I did a good job, you know. You can't crawl home, I still have the dance class, so you can be at least alive. Auch die Posts vorgeschlagen bekommst, mehr als wie vorher? Auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Dass diese schafft, ja, sehr, sehr mächtig wird, weil LinkedIn ja vor einigen Jahren sozusagen Organic Reach zu Nicht-Followern quasi auf null reduziert hat. Mhm. Das heißt, deswegen sind alle so geil drauf, so scharf drauf, Follower, voll gemeinen Ding. Ja. Ich finde, was du super machst, ist, dass du sehr kommunikativ bist. Ich kann dich sehr gut erreichen. Das finde ich wirklich
unglaublich wichtig tatsächlich. Und das finde ich, machst du fantastisch. Das habe ich bei manchen anderen Projekten nicht so gehabt. Da muss man super viel alleine machen. Egal, was ich brauche, es wird mir gestellt. Das finde ich super und das finde ich auch sehr wichtig. Das heißt, ich fühle mich in dem Projekt sehr unterstützt von dir. Ja, ich finde, man muss da schon Ja. noch mal ein bisschen differenzieren. Also du Ja. hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, cool. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell, schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.